Aber ich habe echt keine Zeit mehr. Achso. Also Kelly hat keine Zeit, aber macht jetzt trotzdem unsere Signation. Nein, ich mache keine Signation, aber was ich finde die Musik wirklich geil. Ja, ja. Das ist super. Das ist eine coole Produktionsset an so 80s Synthwave-Geschichten und I love it. Passt ja ganz gut 80s, ne, zu unserer Jugend, kann man sagen. Das stimmt. Wir haben alle die 80er Jahre Vollumfang miterlebt. Die volle modische Verfehlung der 80er Jahre habe ich alles mitgekriegt. Ja. Was war deine härteste 80er Jahre Verfehlung? Meine kann ich sofort sagen. Ich habe tatsächlich eine Miami Vice Phase gehabt, wo ich mit Espadrillos und mit pastellfarbenen, cremefarbenen Leinenhosen und Hemd unterwegs war. Wir hätten wahrscheinlich schon, also der zweite reiht sich schon ein, wir hätten wahrscheinlich den ultimativen 80er Jahre Actionfilm machen können, weil ich bin in der Volksschule aufgetaucht zu einem Klassenfoto mit einer komplett Armee-Ausrüstung, so immer die kleinsten Größen aus dem Army-Shop, habe ich meine Mutter gezwungen, das kaufen zu müssen, bin dort aufgetaucht wie ein Sergeant direkt aus dem Dschungel, amerikanische Armee-Spezialeinheit. 7 Jahre. Ja. Und ich habe ein Leiberl gehabt, also ich weiß auch nicht, wie das je zustande kommen konnte, dass meine Mutter mir das gekauft hat. Ich bin in die Volksschule gegangen, muss man sich bitte auf der Zunge zergehen lassen, mit einem Leiberl, wo ein Totenschädel mit einem Barett drauf war und da ist gestanden, kill them all and let God sort them out. Das war meine Message an die Mitschüler in der Volksschule. In Amerika wäre das ein arges T-Shirt für die Schule. Ja. Ja, ist auch bei uns ein arges T-Shirt für die Schule, aber in Amerika wäre es noch ein Ticken Ärger. Ja. Du, Jan, was war deine größte Verfehlung modisch? Ich glaube, ich war eine modische Verfehlung auf zwei Beinen. Aber im Endeffekt waren meine Hosen und also prinzipiell waren alle Hosen geflickt mit Bügelbildern, das sowieso. Aha. Ich kann mich erinnern, genau, das Victory-Zeichen mit der US-Flagge natürlich. Irgendwie waren wir damals alle auf US. Und meine T-Shirts und Pullis waren alle mit Mickey-Mäusen drauf. Ich könnte mich nicht erinnern, dass es was anderes ist. Das habe ich sogar noch bis ins Gymnasium getragen. Ja, aber ich merke gerade, ich bin ja doch ein paar Jährchen älter als ihr es seid. Und ich war ja quasi so im Blüte der 80er Jahre, war ich ja schwer in der Pubertät mit 13, 14, 15, 16. Das war ja meine 80er Jahre. Ne? Ja. Was arg war, als Pubertierender in den 80ern aufzuwachsen. Da trennen uns genau diese paar Jahre. Genau, ja. Ich bin 84 in die Volksschule gekommen. Ja. Ja. Genau. Das ist das, was ich halt meine. Und meine Schwester, die ja dann nochmal drei Jährchen älter ist als ich, ne, die war halt voll in der Zeit. Die hat auch Breakdance, die war irgendwie, glaube ich, hat den zweiten Platz gemacht in der österreichischen Breakdance-Meisterschaft und so. Also die war da voll Gas drinnen. Und ich habe das natürlich alles mit abgecasht und ich habe auch Breakgedanced damals als quasi Jugendlicher. Ja, wenn ich mir das so anhöre, haben wir einfach von euch als Geschwisterpaar dann doch nicht die Coole erwischt. Na, meine Schwester ist weit cooler als ich, das stimmt ja. Das ist definitiv so, ja. Die ist nicht nur schöner, die ist auch cooler. Ja, wenn wir gerade von der Amerikaner sprechen, aus Amerika kam ja der neue D&D-Film, den wollen wir jetzt gar nicht so weiterführend besprechen. Das nur ganz kurz vielleicht. Genau. Wie hat er euch gefallen? Großartig. Sehr, sehr gut. Empfehlung auch von mir. Kann man mal sagen, ja. Tiefer gehen tun wir bei einem der folgenden Podcasts, wenn wir uns den lieben Harald von Planet Harry dazu holen zum Quatschen und dann werden wir auch ein bisschen seine große Planet Harry Kinoeinladung zu eben Honor Among Thieves, dem Dungeons & Dragons Film, werden wir das noch ein bisschen genauer besprechen und das Event, das Vergangene, wo viele, viele Freunde
und Begleiter gemeinsam ins Kino gegangen sind. So schön, Leute wieder zu sehen, die man schon viele Jahre nicht gesehen hat, die man immer mochte und wo man, auch wenn man sie jetzt sieht, weiß, okay. Ja. Vor uns saß ein Helm, ein Krieger in Kette und Helm und Umhang. Piotr, du rockst. Piotr, danke dafür. Aber ja, lustig, dass du sagst, Leute sehen, die man seit Jahren nicht gesehen hat. Ich bin ja mit der Kamera durchmarschiert und war in meinem Element drinnen und bin erst beim Sichten vom Videomaterial draufgekommen. Ah, die waren auch da. Ah, auch schon lange nicht mehr gesehen. Ah, auch. Ja, ja. Das so im Nachhinein so, ah, den kenne ich doch. Ah, die kenne ich auch. Superschön. Schönes Event. Das können wir, so weit können wir, glaube ich, gehen. Absolut. Genau. Das nächste Mal werden wir aber Spoiler drin haben, das kann man schon dazu sagen. Ja. Da werden wir nächsten Mal beinhart über den Film quatschen, was uns gefallen hat, was uns vielleicht nicht gefallen hat. Aber mit Spoilerwarnung natürlich. Wenn der Harald dabei ist, dann reden wir drüber, oder? Wir machen ja jetzt schon die Spoilerwarnung. Ja. So gemein. Jetzt die Spoilerwarnung. Im folgenden Podcast reden wir beinhart über die Geschichten. Weil wir doch davon ausgehen, dass alle Leute mitschreiben beim Podcast, um dann bei der nächsten Folge wieder bereit zu sein, thementechnisch. Was ich noch kurz sagen wollte, Jan, was du angesprochen hast, das bisschen Footage und das bisschen Mitschneiden, das wird sie natürlich auch zu sehen bekommen. Ja. Das werden wir noch aufbereiten, damit ihr ein bisschen die dabei waren und die nicht dabei sein konnten, da ein bisschen reinschnuppern können und das nochmal Revue passieren lassen. Aber wie gesagt, dieser Punkt dann im Podcast, wenn der liebe Harald bei uns ist. Vielleicht gibt es dann sogar schon ein kleines Video, das wir dann irgendwie parallel rausschießen können auf YouTube. Müssen wir den Cutter fragen, ob er Zeit hat, das zu machen. Der hat momentan nicht so viel Zeit, glaube ich, was ich mitgekriegt habe. Aber sind wir schon wieder beim Thema Zeit. Ja. Apropos Harald noch. Das Planet Harry ist natürlich eng verwoben mit kommenden Events. Auf die wollen wir auch nochmal kurz eingehen. Das ist die Comics am 22. und 23. April in der Meta Hall. Da kann man aber nicht nur den Harald sehen, sondern auch unsere Spieler von unserer Rollenspiel-Serie, kann man sagen, von Seelenwinter. Da sind viele davon auch bei uns, was uns sehr freut, und besuchen uns und sind dabei bei der Messe. Das wird sicher ein großer Spaß. Das heißt, wenn ihr jemanden davon treffen wollt und mit ihm plaudern wollt, kommt auch hin. Wir sind auch dort. Wird sicher nett. Und das zweite ist was, Flippo? Das zweite ist die Fantasy Con. Eine Woche später, am 30. April in der alten WU. Da gilt genau das Gleiche. Auch da sind wir wieder mit ein paar von unseren Spielern und geschätzten Spielerinnen und werden abhängen, plaudern, Zettel verteilen, vielleicht kleine Sneak Peeks geben, was denn da so noch kommen mag. Genau, also jede, die connecten wollen und ein bisschen quatschen und sehen, bitte kommen. Jo, genau, apropos Sneak Peeks. Machen wir kleine Sneak Peeks auf die Dinge, die da von uns kommen werden. Weil jetzt gibt's ja schon wieder ein bisschen mehr Informationen, würde ich sagen. Wir haben Sandbox, sind wir mitten in der Produktion. Präproduktionsphase abgeschlossen, voll in der Produktion. Schon viele liebe Gäste gehabt. Es kommen noch viele liebe Gäste in den nächsten ein, zwei Wochen. Flippo als Oberchef der Sandbox Geschichte, sag etwas dazu. Ja, jetzt, wie gesagt, voll in der Produktion. Allein diese Woche haben wir 4 Interviews mit sehr, sehr unterschiedlichen und lieben und interessanten Gästen. Ganz eine neue Erfahrung. Sehr spannend, sehr unterschiedlich, jedes einzelne Interview. Wir freuen uns drauf und hoffen, dass das auch dann fertig produziert rüberkommt, wie divers und unterschiedlich die ganzen Geschichten sein werden. Also das ist sehr spannend für die Olivia und für mich und für uns alle, das zu erleben. Rüber gehandelt. Nein, noch nicht. Jetzt würde es mich tatsächlich interessieren, weil wir, glaube ich, noch nie darüber gesprochen haben. Wie viele Folgen wird denn das Ganze haben eigentlich?
die Sandbox. Gibt es eine Staffel oder wird das ein fortlaufendes Programm? Wird das abgeschlossen sein nach den ersten? Hast du dir schon was überlegt als perfekt? Willst du das auch teilen mit den Zuhörern? Der Philipp nickt übrigens nur für die Leute, die jetzt beim Podcast kein Bild sehen. Der Philipp hat gerade genickt. Kelly, das war ein Produktionsnicken, also damit der Jan weiß, dass ich jetzt nicht in kalten Angstschweiß ausbreche, sondern mir wirklich was überlegt habe. Also aktives Zuhören. Aktiv zugenickt. Ja, ja. Also vielleicht sollte ich im Hintergrund ganz leise immer drüber reden, was ihr was gerade für Gestiken macht. Oder? Audiodeskription, ja, das ist sicher wahnsinnig angenehm zum Hören. Philipp schaut mich gerade abfällig an mit einem leichten Blick des Desinteresses. Philipp schaut gerade den Kelly ob seines Kommentars gar nicht abfällig, sondern eher verwundert an. Kelly kann Philipps Blicke einfach nicht deuten. Zurück zum Thema. das ist so geplant. Wir haben jetzt als allererstes mal ein kleines Erklärvideo. Das könnt ihr euch auf dem YouTube-Kanal von Beyond Level 1, könnt ihr euch das anschauen. Das heißt, wie geht Sandbox? Und dort erklären wir das ganze Konzept. Apropos, jetzt wäre die Audiodeskription von Kelly wirklich interessant. Meine Augen tränen ein bisschen. Jan hat die Socken gewechselt. Ich habe sie umgedreht. Weil er hat den linken Socken auf den rechten Fuß gegeben und umgekehrt. So ein Tick. Das kommt in den öffentlichen Verkehrsmitteln immer sehr komisch. Erklärvideo ist draußen. Da kann man sich kurz mal anschauen, wie wird das funktionieren? Wie funktioniert das Format Sandbox? Dann haben wir 6 Folgen mit 6 verschiedenen Gästen, wo wir dieses Konzept jetzt auch für uns mal erörtert und durchreist haben werden. Und ich denke, das kann man so als erste Staffel bezeichnen, die ersten 6 Folgen. Und dann schauen wir uns den nächsten Schwung an Gästen an und werden das dann weiterführend machen. Jetzt wünschen sich alle Zuhörer von mir natürlich die Frage, warum 6? Da gibt es eine Antwort auch. Von mir? Natürlich von dir. Ich als Unbeteiligter zum Thema 6 habe keinerlei Antwort, aber es ist ja eigentlich dein Thema, Flippo. Du magst Sandbox. Warum 6 Leute? Warum 6 Folgen? Gibt's da gab's da etwas? Warum ist das eine gute Anzahl, glaubst du, für eine Interview-Sendung? Sollen es in Zukunft mehr werden? Vielleicht bei einer zweiten Staffel, wenn es sowas geben wird? Die erste Antwort wäre mal, dass diese 6 Leute Menschen sind, die uns nah sind, die uns interessieren, die wir auch gut kennen und das für uns eine bewältigbare Anzahl war, wie gesagt, um dieses ganze Format und Konzept ein bisschen zu erörtern für uns und gut kennenzulernen. Und ab dann würde ich eher sagen, dass das Sandbox-Format nichts wird, was man in Staffeln fasst, sondern ab dann werden die Gäste, die wir dann haben werden, einfach Leute sein, die uns dann zugeschwemmt werden, auf die wir bewusst zugehen, die uns vorgeschlagen werden. Wir hatten das jetzt auch schon, dass wir dann von Leuten, die bei uns waren zum Sandbox-Interview, schon wieder ihrerseits Leute vorgeschlagen haben und so wird es dann weitergehen. Aber diese ersten 6 waren für uns die gute erste Mischung an coolen, interessanten Leuten, wo wir sofort uns gedacht haben, na, die liegen für uns auf der Hand. Mhm. Schön. Das heißt, unterm Strich, auch für mich, weil ich das Studio dann wieder umbauen muss, weil wir demnächst ja weitermachen mit unserer Seelenwinter-Session, mit den letzten Folgen tatsächlich. Das heißt, die Woche sind wir fertig mit der ersten, nennen wir es jetzt mal Staffel, Sandbox. Einen Nachzügler haben wir noch. Okay. Aber dann sind wir mal fertig. Das wird dann eh lustig, weil ich glaube, der ist genau nach der Aufzeichnung der nächsten Seelenwinter-Session. Muss man auch dazu sagen, das kriegt ja ihr draußen, die Seelenwinter-Requiem-Kampagne verfolgen, gar nicht so mit. Jetzt hatten wir eine größere Pause, es gab da Urlaube dazwischen und terminliche Organisationsthemen, die uns jetzt eine kleine
Spiel- und Aufnahmepause beschert haben. Auf der anderen Seite sind wir natürlich mit der Produktion der einzelnen Folgen, mit dem schon aufgenommenen, bestehenden Material eh gut beschäftigt. Aber jetzt müssen wir schauen, dass wir die Kampagne zu Ende bringen und dann noch die Aufnahmen machen für Seelenwinter Requiem, wo wir dann mal diese erste Staffel, diese erste Kampagne, diese erste Story-Arc zu einem Abschluss bringen. Kelly, hast du da noch als geehrter Spielleiter und Dungeon Master ein paar Worte? Spielleiter ihres Vertrauens. Habe ich da noch Worte? Ja, es ist spannend. Es ist wie bei einem normalen Rollenspiel, wo es dann eine längere Pause gibt. Wo hat man aufgehört? Nur hat man den Vorteil, man kann ins Material kurz schauen, was waren die letzten 15 Minuten, die wir gespielt haben, und dann weiß man wieder, wo man ist. Das muss ich allerdings bewusst irgendwann einmal machen, bevor wir weiterspielen. Ich weiß nur zeitmäßig nicht, wann ich das machen soll. Ich komme nur drauf jetzt, wenn ich das Material sichte und zusammenschneide und vorbereite für unsere Finishings, dass ich begeistert bin, mitzuerleben, wie sich die von uns gewählten Spieler und Spielerinnen zusammenfügen und immer mehr zu einem kohärenten, funktionierenden, zu einer funktionierenden Party werden. Das ist schön zu sehen, wie sich die Charaktere formen, weil jeder, der schon mal ein Rollenspiel gespielt hat, weiß, dass man den Charakter zwar plant im Vorfeld, dass der aber während des Spiels immer ein bisschen anders wird, als man ihn sich vorgestellt hat. Und das finde ich ja, ist auch das Spannende. Ich finde es auch sehr gut, dass das so ist. Ich finde es gut, dass es nicht ist wie bei einem, bei anderen, ich sag jetzt mal, professionellen Schauspielern oder Voice-Actern, die man so kennt, die ja schon sehr spezifisch ihre Charaktere haben von Anfang an. Wir haben ein richtiges Rollenspiel. Wir haben Leute, die kennen sich mit dem System nicht aus, was auch völlig egal sein muss. Wir haben Leute, die spielen noch nicht lange Rollenspiel. Wir haben Leute, die kennen sich mit dem System gut aus und spielen schon ewig Rollenspiel. Es ist alles dabei bei uns. Und das finde ich wunderschön anzuschauen einfach, wie das sich zusammenfügt zu einem schönen, großen Ganzen und auch das Private zwischen den Leuten zu beobachten, die sich vorher noch nicht kannten, wie schweißt ein Rollenspiel zusammen oder so ein Erlebnis zusammen, das man dann hat. Das ist schon super irgendwie. Voll, war auch immer der Plan, dass das passieren soll. Hat man auch gesehen beim, nennen wir es mal Community-Event, Kino, Dungeons & Dragons schauen, es war wirklich ein Familientreffen. Ich fand es wunderschön. Nicht nur der Film war cool, sondern wirklich die ganze Atmosphäre, die dort war. Und ich hoffe, wir können es wirklich mit dem Video einfangen. Kannst du nicht anfangen, aber du weißt schon, was ich meine. Ja. Kurz, weil mich das jetzt total erinnert dran. Ich habe mit der Ötzi, meiner geliebten Frau, und auch unserer schönen Seelenwinter Requiem Erzählstimme, auch hier mal ein Shoutout, vielen Dank, Ötzi. You rock. Yeah. Haben wir geredet drüber, weil wir eben genau dieses warme, schöne Gefühl, ich sag das jetzt, mich eingenommen, bei den Nerds, die da waren und bei den Fans von Fantasy und Rollenspiel und so weiter. Wir sind dort rausgegangen und haben einfach im Auto dann noch ein bisschen geredet drüber, warum wir das so schön finden und warum wir das auch nach mehr als 20 Jahren so schön finden, die Leute zu sehen. Und wir sind so auf zwei Punkte gekommen, weil da irrsinnig viele Leute dabei sind, die einfach sehr authentisch zu dem stehen, was sie mögen. Jetzt ist es cool. Viele haben Zeiten erlebt, wo sie faktisch angefeindet und verarscht wurden dafür, was sie gern haben. Aber was sehr, sehr vielen Leuten aus dieser Szene und die, wenn du diese Begrifflichkeit des Nerds irgendwie jetzt hernehmen wollen würdest, die sind halt auch wahnsinnig leidenschaftlich. Und das ist schon schön. Das ist einfach eine Community, wo Leute leidenschaftlich auf Sachen stehen, die sie bewegen, die sie inspirieren, die sie gerne spielen, die sie gerne erleben, die sie gerne lesen, schauen, mit anderen irgendwie Sachen, die sie mit anderen betreiben, ist einfach cool. Da stehen die Leute leidenschaftlich drauf und stehen dazu, was sie mögen. Das finde ich echt schön. Hast nicht immer. Ja, das ist wahr.
Es ist ja auch dieses, ich finde es das spannend, dass du das angesprochen hast, jetzt ist es cool. Ich finde ja, ein Orga-Shift in der Gesellschaft, der da passiert ist mit diesem Nerdtum, ob das jetzt wegen Big Bang war, glaube ich, eines der ersten, wo sie dann Dungeons and Dragons gespielt haben und wo Nerds plötzlich zwar lustig gewesen sind und man hat die verfolgt, aber es hat sich dann so eingegliedert und es ist immer cooler worden irgendwie und immer akzeptierter in der Gesellschaft. Ich kann mich an viele Zeiten erinnern, wo Leute mich gefragt haben, hey Kelly, bla, was hast du für Hobbys? Oder so, Leute, die mich nicht kannten, wo man halt so zum Reden kommt oder so. Ne? Und ich habe immer, also Sachen wie Kampfsport oder Sachen, die halt, ich spiele in einer Band und so, das war alles damals akzeptiert. Aber zu sagen, ich bin bei Live-Rollenspielen dabei bei LARPs dabei oder ich spiele Tischrollenspiele, habe ich damals eher auslassen, weil ich mich nicht auf irgendwelche Diskussionen einlassen wollte. Mittlerweile kann man das einfach ganz locker sagen und machen und tun und Leute sind sogar so, ach so, ja, okay, cool, du machst sowas, das ist ja urleibernd, ich wollte das immer mal machen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich dazu kommen kann und so. Das kriege ich jetzt immer mehr und mehr mit. Also es ist tatsächlich in der Gesellschaft immer akzeptierter und immer mehr ein Teil der Gesellschaft geworden. Super geil eigentlich, finde ich cool. Finde ich auch. Ich kann mich noch erinnern, in Live-Rollenspielzeiten vor 20 Jahren, wenn man noch irgendwo zu einem Treffpunkt, wo man aufgepickt wurde mit der Mitfahrgelegenheit auf die jeweilige Burg, halt so halbert in Gewandung mit fetter Latex, Live-Rollenspiel, Streitaxt, die man nirgends einpacken konnte, sondern offen getragen hat. Ja, ich habe schon gemerkt, dass die Leute einen wirklich arg anschauen, okay, was macht der Typ im Fellumhang und Spielzeugaxt in der U4? Aber irgendwie habe ich es auch geil gefunden. Also ich habe mich immer so ein bisschen auch wohl gefühlt in dieser... Wirklich? Ja, schon. Also es war natürlich, oft hat man gemerkt, dass es da nicht Ablehnung, aber ein gewisses Belächeln gab. Aber irgendwie fand ich es auch leibernd, weil es halt auch für mich etwas war, wo ich mir gedacht habe, ja, aber dafür kann ich Zeug erzählen. Ich habe das immer so beschrieben, wenn ich mit Leuten, wenn sich die dann interessiert haben dafür, habe ich irgendwie gesagt, das war irgendwie so immer so ein nettes Gefühl, wenn du dann nach einem Lab-Wochenende dann am Montag in der Früh in der Bäckerei stehst und links und rechts von dir sind halt auch Leute und du denkst dir, okay, ist irgendwie witzig, ich habe dieses Wochenende unter Anführungsstrichen ein Ritual von einem Nekromanten mit verhindert. Das ist irgendwie, das fand ich immer irgendwie cool, dieses Raustreten aus der Lebensrealität für ein Wochenende. Das war schon geil. Aber ja, es ist schon anders geworden. Es ist weitaus hipper, würde ich sagen. Wie war es für dich, Jan? Warst du auch mit Gewandung und Gummiwaffen in der U-Bahn? Weniger. Warum? Weil ich kann mich erinnern, damals, ich weiß nicht mehr von wem, von irgendwem habe ich jedenfalls ein Auto abgekauft, noch bevor ich den Führerschein gehabt habe. Ein Ford Escort. Einen roten. Ein Klassiker. Roter Ford Escort für 5000 Schilling damals. Boah. Aber es ist gefahren, das Auto. Und das heißt, wir haben gewusst, wir haben ein Auto, wir brauchen einen Fahrer. Ja. Hier war dann wirklich, ja, ich, das war nämlich das erste Live-Rollenspiel, auf das wir überhaupt je gefahren sind. Genau. Das heißt, ich habe das Auto gestellt gehabt. Und wer war der Fahrer? Ja, das war damals der Stoffel. Der Stoffel war der Fahrer, sehr ja, gut. Ja, sehr der, gut. Der das Auto beim Rauffahren auf dem Weg zur Burg in die Regenrinne gesetzt hat und damit die Achse verbogen hat und das Auto danach zum Verschrotten war. Kurztechnisch nachgefragt, in die Regenrinne? Ja, in die ist ja tatsächlich eine Regenrinne, auf dem Weg hinauf zum Berg hast du auf der Seite den Abfluss, ja, wenn es ja, regnet. Dass ah, die das, okay. Weil sonst, ja, das wäre arg gewesen. Die Regenrinne der Burg wäre arg gewesen. Da hätte ich die Verschrottung definitiv verstanden. Nein, von der Burg. Gibt es einen eigenen Begriff dafür, für diesen Abfluss? Bestimmt. Aber wenn ihr ihn wisst, bitte
und ihr seid gerade zufällig auf YouTube, schreibt das unten rein, wie dieses Ding heißt, dieses abfallende Straßending, wo der Regen, das Regenwasser runterritt. Gerne auch am Discord-Server, bitte. Ja, könnt ihr auch am Discord-Server drüber reden. Da fällt mir eine Geschichte ein, wo ich auf der Albrechtsberg war und dann am Abend irgendwann noch heimfahren Thema war und ich vom Alex das Auto gefahren bin, weil er, glaube ich, schon was getrunken gehabt hat. Und er hat dann gesagt, er war zwar nicht betrunken, aber er hat gesagt, er will nicht mehr fahren, weil er hat schon Alkohol getrunken, was ja super eine gute Sache ist, dass er das gemacht hat. Und ich habe gesagt, ja, kein Problem, ich fahre. Nicht wissend, dass dieses Auto ein arges Spiel gehabt hat. Sprich, wenn du gefahren bist, ist das Auto nach links gefahren und dann irgendwann hast du am Lenkrad gespürt, so klack, jetzt ist quasi das Ende vom Lenkrad erreicht und dann hat man zurückgelenkt, dann ist das Auto wieder in die andere Richtung gefahren und wieder irgendwann, du hast das Lenkrad ruhig gehalten und plötzlich, krack, ist das wieder eingeschnappt. Und so bin ich von der Albrechtsberg nach Wien gefahren, wie auf rohen Eiern, weil ich damals natürlich auch noch nicht lang Auto gefahren bin. Aber es war Wahnsinn, war meine schlimmste Autofahrt, die ich bis jetzt gehabt habe, weil es war dunkel, es hat geregnet und es war dieses Radspiel im Auto. Ich habe keine Ahnung, wie der das Pickerl gekriegt hat für dieses Auto. Es war nicht fahrbar eigentlich. Es war super. Alex, Shoutout, wenn du zuhörst. Alex, Shoutout. Ich glaube fast, wir können die ganze Folge, wenn nicht mehrere, machen mit Abenteuern, Fahrten auf LARPs mit unseren Autos. Nachdem ich das Auto verschrottet habe, habe ich mir ein neues Auto gekauft. Ja. Wir werden jetzt nie raten, was für ein. Ein Ford Escort. Diesmal in Blau. Oh, ja, ja. Auch wieder 5000 Schilling, ganz arg. Ja. Aber der war noch ein bisschen wehr beieinander. Und da sind wir nach Deutschland gefahren und die Sache war die, genau. Was war das Thema? Der Motor ist zu heiß geworden, deswegen hat man die Belüftung aufdrehen müssen und zwar auf volle Hitze, damit die Hitze vom Motor entweicht und das Ding nicht heiß läuft. Das heißt, wir haben alle Fenster offen gehabt, die Heizung auf Vollgas, also voll heiß und es war Sommer mit 36 Grad. Ja, Wahnsinn. 12 Stunden Fahrt oder 10 Stunden Fahrt nach Deutschland auf. Das war schön. Das war hart. Ja. Ja. Aber bevor wir über diese Geschichten erzählen, die vielleicht ein eigener Podcast sein kann, die ärgsten Erlebnisse auf Live-Rollenspielen und Labs, reden wir nochmal, kommen wir nochmal zurück zur Bestandsaufnahme unserer momentanen Sendungen und kommen wir zu Pile of Shame, Jan. Bitte. Yes, Pile of Shame, das Brettspielformat. Wir haben die erste Aufnahme gemacht, war sehr spannend, weil wir nicht in unserem normalen oder in unserem Studio gedreht haben, sondern das ganze Equipment genommen haben und in ein anderes Studio gefahren sind. Und zwar in das Yoga-Studio vom Harald und seiner Frau. Da werden wir dann auch ein bisschen Werbung machen, denke ich, dafür. Und dort haben wir die erste Folge Pile of Shame gedreht, haben ein wunderbares Spiel auf den Tisch gebracht. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, dass wir 2-3 Spiele spielen an diesem Tag, haben uns den ganzen Tag Zeit genommen. Aber das Auf- und Abbauen hat so viel Zeit in Anspruch genommen, dass wir nur ein Spiel geschafft haben. Lange Rede, kurzer Sinn, wir werden das Pile of Shame Format hierher verlegen ins Studio, damit wir diese Zeit besser nutzen können als Auf- und Abbauen. Ja, das heißt, es wird sich optisch ein bisschen was tun. Wir sind also noch nicht ganz dort, wo wir hinwollen, so wie es ausschaut, aber wir sind mittendrin, wir produzieren, wir wissen, welche Spiele wir spielen wollen und wir sind trotz alledem ganz, ganz happy mit dem, was wir schon im Kasten haben. Da würde ich jetzt gern die Frage stellen, was machst du, erzähl, mit wem du das machst? Also, das Kernteam, wenn man so will, aktuell sind die Verena, die wir schon da hatten. Ja. Beim letzten Podcast, die spielt auch mit. Dann der Harald, der jetzt noch unbekannterweise erwähnt wird. Der Flo, den wir kennen von Seelenwinter Requiem als Ephraim. Und meine Wenigkeit, der Jan, den wir bisher nur kennen aus dem Podcast. Und worum geht's bei Pile of Shame? Nur damit wir das auch einmal erwähnt haben. Sicher. Worum geht's bei Pile of Shame? Wir wollen Brettspiele spielen, die
bei uns in Vergessenheit geraten sind oder wo wir einfach keine Zeit gehabt haben, diese noch jemals auf den Tisch zu bringen. Pile of Shame kennt jeder aus verschiedenen Bereichen. Hat jeder. Hat jeder wahrscheinlich. Sei es Miniaturen, die nicht angemalt wurden oder sei es Brettspiele, die noch nicht einmal ausgepackt wurden, sei es Bücher, die man noch nicht gelesen hat, Filme, die man gekauft hat auf DVD, Blu-ray oder was auch immer, die noch in Zellophan verpackt stehen. Pile of Shame kann vieles sein, aber in der Brettspielkultur ist das natürlich ein sehr gängiges, ich will nicht sagen Problem, aber es ist sehr gängig, weil sehr viele Brettspieler halt eine Sammelwut entwickeln und kaufen und bei Kickstarter Spiele becken und sich dann einfach einiges ansammelt und gerade die Corona-Zeit natürlich da auch ihren Teil beigetragen hat, weil Brettspiele ist halt einfach ein Gesellschaftsevent. Ich will Leute bei mir zu Hause oder wo auch immer um den Tisch herum versammeln können, um das Spiel zu spielen und das heißt, hier haben wir 2 Jahre Defizit, wo halt auch trotz alledem Spiele produziert wurden und Spiele gekauft wurden. Lange Rede, kurzer Sinn. Und diese Spiele, die wir bis dato nicht geschafft haben zu spielen, das wollen wir nachholen und gemeinsam mit den Zuschauern da halt hineinschnuppern und weniger auf regeltechnische Dinge eingehen, sondern wirklich auf das Spielgefühl, was die Spiele bei uns emotional auslösen. Auslösen, genau. Cool. Das finde ich ein gutes Konzept. Das gefällt mir. Wahrscheinlich auch in der Corona-Zeit ein bisschen eine Beschäftigungstherapie gewesen, mal ganz in Ruhe mit viel Tagesfreizeit, manche von uns ausgestattet, alle Kickstarter-Seiten und sonstigen Angebote durchzuschauen und Fettzeug zu bestellen. Oh ja. Wovon man vorher schon gewusst hat, dass man es eh nicht spielen kann im Lockdown. Aber ich muss gestehen, ich bin ja einer, der oft, also ich bin kein Brettspieler an und für sich. Ich spiele ganz selten Brettspiele, was überraschend ist, glaube ich, weil das nahe liegt eigentlich, dass man, wenn man Rollenspieler ist, dass man auch gern Brettspiele spielt. Ich spiele auch tendenziell gern Brettspiele, aber ich spiele sie selten. Ich bin nicht so der Brettspielfanatiker, aber ich kaufe mir Brettspiele oft wegen der Miniaturen, die dabei sind. Also ganz viele Spiele, die ich mir besorgt habe, war es mir gar nicht so wichtig, wie das Spiel jetzt ist, sondern einfach, hey, da gefallen mir die Miniaturen, das bestelle ich mir. Das ist eigentlich eine blöde Sache, oder? Weil man dann, ja. Ich glaube, da waren viele Leute, die im Thema Brettspiel sind, waren oder sind noch immer an dieser Stelle. Da wird gebäckt und gekauft, weil es halt viele coole Miniaturen gibt. Und meiner Meinung nach funktionieren auch viele Spiele genau deswegen. Die sind großteils gar nicht mal inhaltlich und von der Mechanik her sehr aufregend und spannend, diese Spiele. Aber die funktionieren halt, weil coole Miniaturen dabei sind. Und das wird gekauft. Das ist vollkommen legitim. Aber ich glaube, bei unserer Gruppe, die wir Pile of Shame machen, wird es wahrscheinlich gar nicht so viele Miniaturenspiele geben, weil wir eher unser Interesse woanders liegt. Finde ich sehr gut. Also es gibt Miniaturenspiele, die wir gespielt haben, die wir am Tisch gebracht haben, wo wir hin und weg waren, was uns einfach super gefallen hat. Dazu kommt, dass wir in diesem Team auch nicht wirklich gut malen können. Das heißt, wenn wir Miniaturenspiele am Tisch bringen, wird es einfach hässlich aussehen. Das heißt, wir haben unbemalte Figuren. Ja. Nichts dagegen einzuwenden. Jan, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Wir haben ja ewig lang als Jugendliche schon uns die Wochenenden und die Nächte um die Ohren geschlagen und sind gesessen am großhergerichteten Maltisch und haben unsere Warhammer-Armeen angemalt. Warhammer 40k, bei mir waren es die Space Wolves, bei dir waren es die Eldar. Yes, yes. Also, du kannst schon gut anmalen. Ja, aber das ist auch sehr lange her, mittlerweile, ja, also, ist die Hand auch nicht mehr so ruhig. Aber Thema Anmalen, ich habe ja in der normalen Malerei, kannte ich ja Ölfarben per se schon. Das war für mich ein großer Paradigmenwechsel für mich selber, nicht mehr mit Acrylfarben anzumalen, sondern mit Ölfarben anzumalen. Habe ich dann auch übernommen für meine Skulpturen, die ich halt im Atelier mache, die gar keinen Bezug auf Rollenspiel und Spielmaterial haben, sondern einfach Skulpturen sind.
da finde ich, das ist etwas, da kann man sich auf jeden Fall hineinlassen, ob man jetzt lange Jahre schon anmalt oder das neu beginnt, keine Angst vor den Ölfarben zu haben. Ich finde, das ist eine ganz, ganz besonders tolle Art und Weise, mit Farben, mit Farbgebung, mit Nuancen, Verläufen und so weiter zu spielen, weil eben die Eigenheit dieser Ölfarben gerade beim Minis anmalen einem eine große Freiheit geben und auch Zeit verschaffen. Ich kann mich erinnern, es war teilweise halt wirklich zart, wenn die Acrylfarbe unterm Pinsel eingetrocknet ist, während du unter Zeitdruck irgendwas malen musstest, wenn man das nicht gut drauf hatte. Und da habe ich die Ölfarben als etwas sehr, sehr Lustvolles und Spannendes entdeckt. Ja, da bin ich jetzt die Kontrastimme dazu. Ich finde es immer unmühsam, so lang warten zu müssen, bis das Zeug trocken ist. Liquin, Kelly. Ja, das ist mir zu aufwendig. Das kenne ich nicht und damit habe ich nichts zu tun. Weil ich habe immer so, meine Figuren schauen auch nicht gut aus. Ich mal, wenn ich was anmal, wozu ich auch nicht mehr komme mittlerweile, dann war das immer schnell, schnell. Das gehört am Tisch. Das ist nicht so wichtig, ob die Miniatur Augen hat oder nicht. Oder ob da ein Verlauf ist, der von da drüber geht. Sondern man muss erkennen, wer es ist und man muss die hinstellen. Und das bringt mich jetzt auch schon. Jetzt habe ich auch noch eine Frage, bevor du was anderes fragst, weil du gesagt hast, du kaufst dir Spiele wegen der Miniaturen. Kaufte. War das, weil dich die Miniaturen selbst interessiert haben oder hast du für die Miniaturen was Zweckentfremdetes schon im Sinn gehabt? Sozusagen, die Figuren gefallen mir, weil die kann ich dort besser einsetzen. Ich habe, genau, ja, das ist genau, das ist eine gute Frage. Bei mir war es mehr so ein, ich habe ja Welten im Kopf tatsächlich, wenn ich immer schon als Spielleiter gehabt und so. Und das sind nicht immer die klassischen D&D-Welten. Ich habe eine Rollenspielrunde gehabt, Nebellande, Shoutout to all meine Player, die da mitgespielt haben, die hervorragend funktioniert hat, die aber gar nichts mit Dungeons and Dragons oder so einem Heroic Fantasy Setting zu tun hat. Ich habe eine Bauernrunde gehabt, wo die Spieler Bauern waren und es ist leicht für ein Heroic Fantasy Setting Miniaturen zu finden, aber für eine Bauernrunde zum Beispiel wird es dann schon ein bisschen weniger möglich, wenn die Spieler und Spielerinnen, die Kinder von einer Bauernfamilie sind, viel Spaß Miniaturen zu finden. Das war dann aber auch kein Miniaturenspiel. Lass mich raten, du hast oft auf Hobbit-Miniaturen zurückgegriffen. Nein, ich hab in dem Thema, also in diesem Fall spiele ich dann rein Theater of the Mind. Da gibt's gar keine Miniaturen. Ich bin nämlich kein Verfechter des Miniaturenspiels beim Rollenspiel. Ich bin auch kein Verfechter des Theater of the Mind. Ich finde, alles hat seine Legitimität und seine Berechtigung. Ich bin dann nicht fanatisch, was das betrifft. Ist ja auch oft, steuert ja dann oft auch, finde ich, ein bisschen die Natur des Spieleabends. Wenn die Miniaturen am Tisch stehen, wenn ich jeden Baum, jede Mauer, jedes Monster einfach verorten kann auf einer Map, dann wird der Kampf natürlich auch strategischer und geht viel mehr auf wirklich die Dinge ein, die man regeltechnisch kann und auf die Gegner, die am Brett stehen. Es ist ein bisschen ein Spiel im Spiel im Endeffekt, das dann dort stattfindet. Das ist das Taktische, das sehr viele mögen, sehr viele gar nicht mögen. Ich bin wie immer bei solchen Sachen mittendrin. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass man sich nicht in die Miniaturen irgendwie verfällt, dass man nur mehr die Miniaturen verschiebt und gar nicht mehr dran denkt, dass man eigentlich einen Charakter spielt. Das ist extrem wichtig, finde ich, beim Rollenspiel, bei dieser Sache. Aber ich mag auch diesen taktischen Aspekt. Ich habe auch schon oft als Spielleiter Situationen gehabt beim Theater of the Mind, wo ich dachte, ich habe eine Szenerie so gut beschrieben, dass sich alle drin auskennen, aber man muss immer verstehen, dass jeder Spieler sieht diese Szene anders. Keiner ist tatsächlich im selben Raum, sondern jeder hat eine andere Vorstellung von dem Raum. Und ich höre meinen Spielern zwar immer sehr gut zu, aber dann war die Szene so, dass der eine gesagt hat, ja, aber ich bin ja schon bei der Tür beim nächsten Raum. Der hat bestimmt für sich das schon beschlossen gehabt und war schon eigentlich in seiner Szene bei der Tür zum nächsten Raum, die ich beschrieben habe, aber er hat es vielleicht nicht gesagt oder vielleicht habe ich es überhört. Ja, und dann plötzlich war für mich so ein Spieler, wieso, du hast nichts gesagt, wieso bist du plötzlich bei der Tür? Für mich warst du gerade noch auf der Treppe. Ja, das gibt's dann bei Miniaturen nicht, weil wenn der bei der Treppe steht, ist er bei der Treppe.
Aber und noch nicht bei der Tür. Ne? Heißt, wenn solche Fehler passieren, ist es natürlich auch deine Pflicht, deine Verpflichtung, aber auch eine große Freude, diese Spieler dann bei solchen Verfehlungen hart zu bestrafen. Ich bestrafe meine Spieler tendenziell hart. Sehr ja. gut. Ich mache mich dann lustig drüber, als erstes natürlich. Ne? Mit Finger auf den Spieler zeigen und lachen, das ja, ist immer gut. Das ist das, ja, das ist eigentlich das, die primäre Reaktion und dann kommt halt diese Maßregelung, die jeder mag und schätzt von mir und als dann Spielleiter. Und dann in großen Bewegungen über den Charakterbogen Dinge wegzustreichen. Ja. Ja. Das ist schön. Ja, es ist so eine Sache, die ich als Spielleiter besonders gut kann. Jetzt, ich muss ja wirklich gestehen, dass Battle Maps in diesem Ausmaße für mich, ich habe gewusst, dass es was gibt, aber erst durch unser Projekt irgendwie ins Rampenlicht gerückt sind. Für mich war Rollenspiel bis dato immer ohne Figuren. Ich will es nicht schlecht reden oder ich bin auch nicht jemand, der sagt, nein, kommt gar nicht in Frage. Aber ich habe es nie am Radar gehabt, tatsächlich. Ja, es vereinfacht viele Sachen. Aber ich habe schon oft erlebt, dass Spieler sich dann eben in diese Miniaturen verlieren und plötzlich nicht mehr Rollen spielen. Und das muss man halt als Spielleiter, aber das muss man aktiv dagegen wirken, indem man Szenen vielleicht sogar noch ein bisschen mehr beschreibt, als sie zu sehen sind. Weil diese Miniaturen sind ja nur eine, wie weit ist der von dort entfernt und gibt es etwas, wo ich mich draufstellen kann, etc. Ja. Aber das Beschreiben der Szenerie wird dann vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger. Und wenn man ein guter Spieler ist, glaube ich, kann man da die Trennung machen und kann sagen, okay, ich habe so die Repräsentation der Szenerie da stehen, aber eigentlich ist mir wichtiger, dem Spielleiter zu sagen, was ich tue, egal jetzt, was da am Tisch steht, an Miniaturen etc. Und auch egal, auch schon oft bemerkt, dieses, ich habe einen Charakterzettel, da kann der Charakter Fähigkeiten und ich bleibe dann dort hängen und lese mal alles durch und wie kann ich, was kann ich, egal, nicht durchlesen, was würde mein Charakter tun? Ein guter Spielleiter sagt dir dann schon, hey, bei deinem Charakter steht da der Skill, würfel auf das oder wenn du das machen willst, passt, mach das, wir finden schon einen Weg dorthin. Also nicht so dieses Verkrampfen in ein System oder auf Miniaturen, sondern ein Rollenspielen. Man holt ja dann auch ein bisschen so ein Stück dieser fantastischen Welt, in der da eine Rollenspielrunde abgeht, holt man dann natürlich auch in die Realität. Also die Vorstellung wird natürlich geschmälert, wenn man dann die Miniatur des Monsters, mit dem die Helden und Heldinnen konfrontiert sind, und die am Tisch steht, dann schaut das halt so aus, wie die Miniatur ausschaut. Da kann ich gleich einen kleinen Tipp geben für alle Spielleiter, die es gibt, die das noch nicht oft machen, wenn es jemanden gibt, der gerade zuhört. Viele Spieler neigen dazu, Situationen oder Szenen in einem Kampf ausufern zu lassen, wenn es eine Mat gibt, die dort ist, wo man die Miniaturen hingestellt hat. Wenn du ein Gefängnis hast, wo die Spieler in einer Kerkerzelle sind und du baust dort, das habe ich früher gemacht, am Anfang meiner Spielleiterzeit, und du baust dann das auf, einfach nur um's darzustellen, ja, dann neigen die Spieler dazu, das Ganze gewaltsam enden zu lassen. Das ist tatsächlich so. Wenn du die ganze Szenerie nur in Theater of the Mind hast, dann kommen eher die Lösungen durchs Rollenspiel. Ich überrede, ich mache eine soziale Sache. Sobald dort Miniaturen sind und eine Zelle und dort sind Felder, mein Charakter kann sich 6 Felder bewegen, mein Zauber wirkt auf 7 Felder, dann verwenden Spieler zu 90% eine physisch gewaltsame oder aggressive Sache, um die Szenerie zu lösen, im Gegensatz zu Theater of the Mind. So ein kleiner Denkanstoß für anfangende Spielleiter oder solche, die das schon öfter gemacht haben und nicht wissen, warum das passiert. Könnte man dann auch Reverse einsetzen, wenn man die Auseinandersetzung will, Map aufstellen? Natürlich. Wenn du das willst, wenn du sagst, okay, Leute, das ist ein ganz klares Zeichen dafür, jetzt kommt eine physische Auseinandersetzung. Mhm. Heißt ja nicht umsonst Battle Map. Ja, das ist richtig. Ja.
Spannend, aber, ja, aber trotzdem spannend, oder? Weil ich habe tatsächlich früher oft Szenarien aufgebaut und habe mir gedacht, ja, ist mir egal, wie sie es lösen. Es muss einem sowieso immer egal sein als Spielleiter. Ne? Das ist ja nicht an mir, eine Szene zu lösen. Es ist an den Spielern, diese Szene zu lösen. Ich gebe nur Szenen vor oder baue sie auf, aber wie die Spieler dann die Situation lösen, ob das sozial ist oder physisch gewaltsam oder irgendwas dazwischen, das obliegt immer den Spielern. Aber es ist halt tatsächlich so, wenn du etwas aufbaust, dann wollen die Leute die Miniaturen bewegen und meistens endet das in einem Kampf. Ja, aber wie du es auch gesagt hast, also ich glaube, wichtig ist, dass die Battle Map zumindest wie für mich als Zuschauer auch soll nur eine Orientierungshilfe sein und der Rest soll nach wie vor ein gutes Rollenspiel sein. Ich glaube, wenn ich jetzt sehen würde oder zuschauen müsste, wie die Spieler sagen, ich gehe jetzt 3 Felder dorthin, greife an, Würfel getroffen und 12 Schaden und dann wird irgendwas aufgeschrieben, würde es mich schlichtweg langweilen und zwar sehr, sehr schnell. Ja, aber ich kann dir auch aber sagen... Aber es funktioniert gut. Entschuldigung, dass ich diese unterbrochen habe. Einfach, okay, du würfelst... zu niedrig gewürfelt, du triffst nicht, ja, du siehst, wie du, oder du holst aus, du wirfst die Axt, ja, und sie geht handbreit an dein Ziel vorbei, schlägt in den Baum ein, ja, und bleibt dort vibrierend stecken, so irgendwas, zack, und ist schon mehr Rollenspiel, ich kann es mir besser vorstellen, als ich würfel, du triffst nicht. Ich würfel, du triffst, Alter, ja. Und ich finde das, und das muss ich dir jetzt auch mal sagen, Kelly, das machst du einfach wirklich meisterlich gut. Ich finde, genau das, was der Jan jetzt beschrieben hat, hat auch diesen Aspekt von, es bringt eine neue Situation in diese Szenerie hinein. Da steckt jetzt nämlich eine Axt in einem Baum und das ist wieder eine Geschichte, wo ein Spieler, eine Spielerin weiß, der Charakter muss dorthin gehen, der muss die Axt rausziehen. Vielleicht steckt sie so fest drinnen, dass es viel Kraft braucht, die ich vielleicht mit einem schlechten Würfelwurf nicht schaffe. Da gibt es irrsinnig viele Dinge, einen Rattenschwanz an Dingen, die dann sich nachziehen, anstatt, wenn man einfach nur hört, nicht getroffen. Ja, es ist schwierig. Es ist tatsächlich schwierig, gerade jetzt, ich gehe jetzt mal von Dungeons and Dragons aus, weil das ist das System, das wir jetzt gerade verwenden, was es aber nicht unbedingt bleiben muss, sage ich auch gleich mal dazu. Ich neige bei meinen Rollenspielrunden auch oftmals zum Systemwechsel, einfach weil ich finde, es ist egal, in welchem System ich einen Charakter mache. Es sollte immer derselbe Charakter bleiben und das System sollte sekundär sein, sage ich mal. Aber worauf ich hinaus wollte, war, dass es jetzt zum Beispiel im Dungeons & Dragons, wenn es zum Kampf geht, das dauert meistens recht lange, weil es eben sehr diffizil ist und sehr viele Komponenten hat und ich habe meine Actions, ich habe meine Movement, ich habe meine Bonus-Action, ich habe meine Reaction, ich habe das, ich kann das, ich kann das. Die Spieler haben oft einen Overload an Optionen, die sie machen können, vor allem wenn sie Beyond Level 1 sind. Das heißt, wenn sie je höher das Level, umso mehr kann ich. Und da kann es recht oft dann passieren, dass es dann nach einer Stunde Kampf dazu kommt, dass man sagt, okay, ich habe nicht getroffen, ich würfel, ich treffe nicht, du schlägst daneben. Also dass die Gefahr besteht, dass es dann dazu kommt, da muss man auch aktiv dagegen arbeiten als Spielleiter. Und vielleicht kommt man drauf, Dungeons & Dragons ist gar nicht das System, das ich gerne mache. Vielleicht habe ich lieber, ich weiß nicht, ein Dungeon World oder ein anderes System, ein Symbarum, dass man mehr liegt. Also nicht bleiben bei einem System, das finden, das man gerne hat, ist nicht unwichtig. Aber ja, genauso wie es diese Sachen gibt, in die man sich verläuft beim Spielleiten, dass es dann irgendwann langweilig wird, vielleicht mit einem zu langen Kampf, ist das System auch bei Dungeons & Dragons gar nicht so wichtig. Weil wir gerade dabei sind, haben wir noch als Punkterl auf unserem Whiteboard. For me personally sind so lange, ausgedehnte, extrem strategielastige Rollenspielkämpfe zum Beispiel eher ein Upturner. Das ist etwas, wo ich irgendwann beginne, das Charakterspiel zu verlieren, die Connect zu den anderen Charakteren zu verlieren. Das ist etwas, wo ich beginne, mir zu denken, ich hätte lieber gern die kleinen rollenspielerischen Szenen und weniger das Ausgewürfele vom 70. Gegner, den wir bekämpfen.
habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, das ist für mich beim Rollenspielen etwas, was mich abtörnt, was mich raushaut? Puh. Ich glaube, was mich abtörnt beim Rollenspiel, wie nennt man es? Munchkins? Wenn man ganz vereinfacht dargestellt, einkaufen gehen im Rollenspiel, das geht gar nicht für mich. Ich weiß nicht, das ist für mich der absolute Abturner. Shopping-Episoden, Shopping, oder was? Ja, na, das heißt nicht Munchkin, ja, aber auf Shopping-Episoden, ja. Okay. Nein, aber nein, geht gar nicht. Aber vor allem eine ganze Episode. Ja. Ich weiß, dass es Leute gibt, denen das taugt, klar, sonst gäbe es sowas nicht, aber für mich, ich gehe ins Geschäft und kaufe mir jetzt Schriftrolle A, B, damit ich dann da, nein. Ja, fangt bei mir sogar dabei an, das so genau zu tracken, wie viel Geld man hat und wie viel man noch, das Geld war für mich immer so, ja, okay, ich habe halt einen Betrag X in Gold und in Silber und in Kupfer und ich hoffe, es wird immer genug sein, aber ich bin auch noch nie in eine Situation gekommen, dass ich effektiv zu wenig Geld gehabt hätte, um irgendetwas zu kaufen, was ich eigentlich gebraucht hätte. Das wirklich? Das habe ich eigentlich noch nie gehabt in einer kleinen Rollenspielrunde. Ich liebe etwas. Ich habe oft, dass ich Charaktere mache, die bewusst kein Geld haben, damit sie sich irgendwie durchschlagen müssen. Aber wir sind ja jetzt eher bei Abturnern, oder? Ja, ja. Das ist bei mir schwierig. Ich liebe zum Beispiel, ich überlege mir oft Charakter, jetzt nehmen wir wieder Dungeons and Dragons her. Ja, oftmals startet bei mir ein Charakter tatsächlich mit, hey, die Kombo an Fähigkeiten taugt mir, kann man daraus einen Charakter bauen? Aber es ist bei mir dann oft wiederum genau umgekehrt, dass ich immer sage, hey, ich will diesen Charakter spielen und dann ordne ich dem erst eine Klasse oder so zu. Also ich hab, was das betrifft, keinerlei Abtörner. Ich habe als Spielleiter packe ich Charaktere nicht, die geminmaxed bis aufs Letzte sind. Das ist für mich, da wird es dann schwierig für mich als Spielleiter, den Charakter zu mögen. Wisst ihr, was ich meine? Weil mein oberstes Credo als Spielleiter ist immer, ich muss Fan von den Charakteren sein. Ich bin als Spielleiter der größte Fan von den Charakteren und ich will, dass die eine leibende Geschichte erleben und eine schöne Geschichte erleben. Ich will, dass die einen heldenhaften Tod sterben, wenn's soweit ist, wenn das die Würfel entscheiden. Ich bin keiner, der das faked und dann sterben die Charaktere nicht. Wenn ein Charakter stirbt, stirbt er. Aber dann sollte es so sein, dass er im Keller verblutet. Im Keller einsam verblutet. Nein, es gibt tatsächlich, wenn einer sagt, hey, mir taugt mein Charakter nimmer, ich will den nimmer spielen, ja, dann kann es ruhig sein, dass wenn es in der Welt passt, dass der keinen heldenhaften Tod stirbt, sondern tatsächlich überbleibt. Ja, das macht die Welt ja auch wieder lebendiger. Ja, nicht jeder stirbt den oberheldenhaften Tod. Ja, aber wenn ich weiß, hey, der Flippo liebt diesen Charakter und die blöden Würfel haben aber jetzt entschieden, dieser geliebte Charakter verstirbt, ja, dann verstirbt er nicht alleine im letzten Winkel, sondern bekommt er vielleicht noch seinen letzten Atemzug oder macht, bevor er verstirbt, noch geschwind was Heldenhaftes, was einem anderen Charakter dann ermöglicht, aus der Situation rauszukommen. Das ist wichtig, finde ich. Und bei so Munchkin oder Min-Max-Charakteren, die dann so extrem spezialisiert, extrem gut sind und keine Angriffspunkte haben und so, das mag ich gar nicht als Spielleiter. Ich finde es ja, wenn's das Munchkin-Tum, besonders dieses raffgierige Anhäufen von Zeug, das finde ich ist ja ein totaler Abtörner, wenn es zum Charakter nicht passt, kann aber ein total cooler Charakterzug sein, wenn es zum Charakter passt. Also ich stelle mir jetzt, weiß ich nicht, den großen, berühmten, erfahrenen Magier vor, der versucht, alle magischen Items, die er nur irgendwie kriegen kann, zu sammeln, weil das natürlich seinem Machtstreben als Charakter dienlich ist. Aber ich finde es nicht so cool, wenn du merkst, okay, da ist jetzt Spieler oder Spielerin geil auf das magische Amulett, obwohl es den Charakter eigentlich überhaupt nicht interessieren sollte. Mhm. Abtörnig, oder? Ein bisschen, ja. Ich habe auch, wir sind ja gerade bei den Rollenspiel-Abtörnern, da will ich auch Live-Rollenspiel nicht wegnehmen. Habt ihr da fette Abtörner für euch?
beim LARP live. Also ich habe mal, ich möchte eher mit einer Geschichte kontern. Wir waren mal auf einem LARP und es war schon dunkel, es war so dämmerig dunkel werdend. Und es gab schon so ein bisschen Action, es gab erste Übergriffe einer feindlichen Partei auf die Burg, in der wir uns aufgehalten haben. Und wir waren zu zweit unterwegs und waren schon in Rolle. Wir waren irgendwie, besonders so die Samstagabendzeit war so die Zeit, wo man schon auch gewusst hat, da wird der Plot sich noch einmal verdichten, da werden noch mal Dinge passieren, es wird auf eine Endschlacht hinauslaufen, es wird irgendein einen Klimax geben. Und in dieser Stimmung sind wir auch heavy rollenspielend auf einen Mitspieler, der auf diesem LARP war, zugegangen und wollten ihn sehr in Rolle fragen, edler Krieger, könnt ihr uns sagen, könnt ihr uns einen kurzen Bericht geben, was hier passiert ist, was das für Gestalten waren, die den Hof angegriffen haben, wie haben die ausgesehen? Und der hat uns original geantwortet mit den Worten, naja, die haben halt auch gehabt, so Schwerter und halt Kettenhemden und so Gummi-Org-Masken haben sie aufgehabt. Da habe ich mir schon gedacht, wow, also härter kann man sein Gegenüber nicht aus der Rolle treten, wie mit der furztrockenen Beschreibung von Org-Gummimasken, die sie angehabt haben. Ja. Also so generell, die wirklich, was man schon immer wieder mal auch hat, diese ultimativ fehlende Empathie und die ultimative Abwesenheit eines Gefühls dafür, was in eine Szene und in eine Stimmung passt und was nicht, das kann einen schon hart treffen, finde ich. Finde ich schön. Ich finde das schön. Kannst du dich erinnern an... Ich glaube, jetzt kommt Zombie. Nein, das muss ich dann erzählen. Jetzt kommt, wenn ich das Arschloch erwische, das mir mit der Taschenlampe im Busch in die Augen geleuchtet hat. Der oberste Waldläufer mit dem Ringponcho. Ja, die emotionalen Dropouts aus sämtlichen Rollenspiel und sämtlicher Fantasy-Stimmung kommen schon vor. Ja. Machen Spaß. Ich weiß zum Beispiel, ich kann mit einer hundertprozentigen Sicherheit sagen, was der Jan nicht mag, was er nicht gemacht hat bei LARPs. Weißt du es, Jan? Jetzt weiß ich plötzlich nicht mehr. Ich sage, was du nicht mochtest. Du mochtest nicht, wenn man dich bei der Endschlacht aufgeweckt hat. Kann mich erinnern, das war immer so, wie ist der Jan? Der schlaft sicher, es ist Endschlacht. Das Schlimmste, was ich jemals gehabt habe, da habe ich ein kleines Zeltlein gehabt, das habe ich selber gebaut und irgendwie falsch dimensioniert. Und im Endeffekt hat entweder alles reingepasst außer meine Füße oder alles außer mein Kopf. Und ich habe dieses Zelt auf zwei Spielen mitgehabt und da habe mich immer dazu entschieden, ich schlafe mit dem Kopf draußen und beides Mal hat es zum Regnen angefangen. Aber strategisch finde ich das gar nicht schlecht, weil beim LARP darfst du nicht am Kopf schlagen. So ist es, ja. Du warst unverwundbar. Das war großartig. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal, es war in der Nacht, ich war halt schlafen, plötzlich werde ich aufgeweckt. Ich glaube, es war damals die Yvonne. Aufstehen, aufstehen! Die sind alle ins Unterreich gegangen und nicht zurückgekehrt. Du musst sie da draus holen. So, was? Alleine. Okay. Das war das schönste Mal, aufgeweckt werden zur Endschlacht. Zombie-Geschichte, bitte. Zombie-Geschichte. Ja. Das ist für mich der absolute Abturner, beim Live-Rollenspiel einfach extremes Metagaming zu betreiben. Und das, ich glaube, ihr wart alle dabei, tatsächlich. Bei dem Zombie live in wird das oben geheißen, die Ostblock. Ach so, mal. Danke. Lost Ideas. Lost Ideas Orga, ja. War ein super geiles Spiel. Haben jetzt abgesagt, die aktuelle Zombie-Apokalypse Spiel, weil sie die Produktionskosten mit den Anmeldungen nicht mehr reinkriegen. Habe ich vor kurzem gelesen. Schade. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich kann mich erinnern, ausholen will ich jetzt nicht die Geschichte, aber wir haben als Sträflinge, die ausgebrochen sind und auch Teil dieser Apokalypse waren, haben hinterrücks einen Söldnertrupp ausgeschalten und erstochen und ermeuchelt, wie sich's gehört.
damit wir an das Gegenmittel rankommen. Und das haben wir getan und sind dann unsere Wege gegangen und sind dann zurück zum Lager gekommen, wo die gerade von uns ermordeten Söldner lebendig stehen und auf uns zeigen und sagen, die dort, die haben uns umgebracht. Was? Das ist aber echt. Ja, das war sehr, sehr schräg. Das ist echt schlechter Stil. Aber gut fand ich, dass allen anderen ähnlich gegangen ist wie uns, weil es wurde einfach ignoriert, was die gesagt haben. Und das war richtig so. Das war sehr schön. Die haben das wirklich einfach völlig ignoriert, was die Typen gesagt haben. Aber ja, das war für mich das erste Mal, dass ich etwas so erlebt habe bei einem, dass das so arg war, dass die plötzlich dastehen und sagen, die haben uns umgebracht, die waren das. Ja. Ja, das war sehr schräg. Ja, das sind diese Dinge, die einen bei einem Live-Rollenspiel sehr überraschen. Wobei ich habe es, glaube ich, schon mal bei einem Podcast erwähnt, ich tue mir bei Live-Rollenspielen sehr schwer, meine Fantasie wirken zu lassen, wenn ich optisch das wirklich sehe, was die Leute darstellen wollen und manche halt nicht darstellen sollten. Verstehe ich voll und ganz, bin ich voll bei dir, weil gerade das LARP oder Live-Rollenspiel halt sehr viel what you see is what you get. Genau. Ist. Ja. Natürlich muss man Abstriche machen, aber da sind wir auch beim Thema, was für mich ein totaler Abturner ist. Mal abgesehen davon, ich muss dir recht geben, aber erfahrungsgemäß muss ich auch sagen, dass das Gros der Live-Rollenspieler und LARPer doch etwas spielt, was zu ihrer Persona passt. Also das muss man sagen, es gibt halt immer Ausreißer und deswegen kann man da mit den Augenzwinkern drüber wegsehen, finde ich. Was ich aber überhaupt nicht abkann, ist auch Spielleitungen, die etwas erzählerisch darstellen wollen in ein LARP, was einfach so überdimensioniert ist, dass es einfach nicht funktioniert. Wie ihr seht, dass ein Drache über euch hinwegfliegt. Ja, das funktioniert sehr bedingt, finde ich, beim Live-Rollenspiel. Ja. Solche großen Sachen sind am Tisch beim Pen and Paper ganz großartig, aber im Live-Rollenspiel, ich kann mich erinnern, auch ein Spiel, da hat die Spielleitung gesagt, ihr seht, wie der Drache aus dem Berg herausbricht und er schnappt sich Bäume und lässt die Bäume auf euch fallen und alle sind am Hof gestanden und mussten halt beiseite springen, weil Bäume von einem Drachen auf uns geworfen wurde. Sowas ist für mich auch ein Abtörner, muss ich gestehen. Ja, kann ich nachvollziehen. Die Erde bebt alles auf den Boden. Shoutout zum Tino. Na, das ist ja noch okay. Die Erde und haut sich auf den Boden. Aber wenn du anfangen musst, imaginären Drachen die Felsen und Bäume auf dich werfen, auszuweichen auf einem sonnenbeschienenen Burghof. Ja, schwierig. Das ist schwierig. Schwierige Vorstellung. Wie gesagt, ich habe es eh erwähnt, ich tue mir bei Live-Rollenspielen, ich tat mir immer mehr schwer, sagen wir mal so. Am Anfang war es für mich so neu und und das ist mir wurscht war, wenn da ein 2,20 Meter großer Zwerg vorbeigegangen ist. Irgendwann habe ich mir schwer dann, das Ganze da drüber zu sehen und hinwegzusehen. Ich bin immer mehr dem Tischrollenspiel verfallen, wenn ich ehrlich bin, weil es gab halt auch einige Lives, wo ich dann dort war, wo ich mir gedacht habe, was mache ich jetzt eigentlich hier? Was ist das für ein Spiel? Aber um das auch abzuschließen ein bisschen, weil wir kommen jetzt schon wieder ans Ende der Folge. Ich finde trotzdem, dass alle diese, ich setze das jetzt unter Anführungsstrichen, und alle diese Abtörner natürlich auch ein Element sind oder die Essenz dessen sind, dass halt jeder für sich was verfolgt, was ihn antörnt und was er cool findet. Ja. Und weil wir vorher über die Nerdkultur und über das Rollenspiel und die Rollenspieler an sich gesprochen haben und Rollenspielerinnen, das ist halt auch schön, dass es dann trotzdem klappt, dass so viele Individuen und Menschen, die verschiedene Sachen cool finden, in diesem Bereich Rollenspiel, im Bereich Fantasy oder was auch immer für ein Setting man sich bewegt, aber dass es dann trotzdem möglich ist, das zu einem lustvollen Event zu machen, wo alle dann ihren
ihren Spaß haben und ihre schöne Zeit damit verbringen, obwohl es von Anfang an geprägt davon ist, dass man auch Kompromisse schließen muss. Ja, ich muss jetzt auch dazu sagen, diese Abtörner, das sind ja jetzt auch rein persönliche Geschichten. Ich sage ja gar nicht zum Beispiel jetzt, dass ein Min-Maxer falsch spielt, das stimmt ja nicht. Der hat ja seinen Spaß und macht das, was er macht, gern und das gefällt ihm und das ist auch richtig so und gut so. Und das soll er auch tun. Und ich bin mir sicher, dass solche Leute dann auch Gruppen finden, wo das dann gut ist. Das ist eine persönliche Sache von mir, dass ich das nicht, dass ich Min-Maxing nicht so ganz aushalte, ja, als Charakter in meinem Rollenspiel. Das heißt nicht, dass das falsch ist. Das ist genauso richtig wie das, was andere machen und was vielleicht ein anderer da sagt, ich pack diese Hardcore Charakterspieler nicht, die immer in Rolle sind, ja, so, wo kein Spaß aufkommt, weil der immer in Rolle ist und so. Das kann genauso jemand sagen, aber nichts davon ist falsch und nichts davon ist richtig. Es gibt kein richtig und falsch, sondern jeder muss sich seinen Spaß rausholen, so gut er kann. Und das ist ja wiederum etwas, was ich sehr unterstütze, wurscht, was es ist. Gebe ich dir recht. Es gibt einen Abturner, der wirklich den Spieleabend nachhaltig zerstören kann, muss ich schon sagen, habe ich schon erlebt. Das ist nämlich, wenn der Spielleiter der Runde angefressen ist und seine Koffer packt und nach Hause geht. Erlebt oder was? Habe ich schon erlebt, ja. War in der restlichen Gruppe. Man kennt das, die Gruppe ist gut drauf, man freut sich, dass man sich sieht, man muss viel Schmäh führen und Spaß haben und die gelockerte, lustige Stimmung zieht sich weiter ins Spiel, das seitens des Spielleiters eigentlich weitaus getragener und tragischer laufen sollte. Und ja, habe ich schon erlebt. Spielleiter aufgestanden, gar ohne viel Kommentar aufgestanden, Sachen gepackt und im lustigen Gechatter der restlichen Spielgruppe zur Tür gegangen, die Schuhe angezogen, die Wohnung verlassen. Was mich jetzt interessiert, wurde dieses Rollenspiel weitergeführt? Ja. Ah, doch? Ja. Okay, es war nur für diesen Abend einfach vorbei. Aber an diesem Abend war das ein klares Statement. Ja. Bisschen abtörnig, also im wahrsten Sinne des Wortes, diesen Rollenspielabend abgeturnt. Ja, das verstehe ich. Aber ich verstehe auch tatsächlich den Spielleiter, weil das ist auch ein Mensch, der hat auch, der stellt sich ja auch was vor. Es ist ja nicht so, dass mal ein Spielleiter kommt und ein neutrales oder eine weiße Fläche ist, auf der jetzt gemalt wird, wie der Abend wird, sondern auch als Spielleiter hat man eine gewisse Vorstellung. Ich habe einmal, das kann ich eh sagen, ich habe ein Rollenspiel geleitet, wo ich die Vorstellung hatte von, diese Welt war, wie soll ich sagen, Wikinger, weil Wikinger waren damals, also von Wikingern angehaucht, die Kultur, aber so ein bisschen Waterworld. Es gibt drei große Städte, die auf einer Welt, die überflutet ist, dahin treiben. Und diese Städte waren einfach Schiffe, die aneinander gebaut waren mit Planken und also riesig große Schiffe. Wobei eine davon, ja, ist wurscht, ich will es gar nicht so sehr ausarten, aber ich habe mir so eine Wikingerkultur vorgestellt damals. Und die Spieler haben da gesagt, ja, Wikingerkultur, passt, aber jeder Spieler hat einen Charakter gemacht, der so gar nicht in eine Wikingerkultur gepasst hat und auch gar nicht so agiert hat und auch gar nicht so gehandelt hat, ne? Was für mich als Spielleiter aber super das hat mich damals schwer abgetörnt, weil ich halt in dieser Wikingerwelt drinnen war und mir gedacht habe, so, ja, 13. Krieger, so in dem Style müssen die sein und das waren halt aber ganz normale Charaktere im Endeffekt, was ja eh okay ist, aber für mich gar nicht funktioniert und dieses Rollenspiel hat auch sofort wieder aufgehört von meiner Seite, weil es halt gar nicht ging im Endeffekt. Ich fühle mich ungerecht behandelt, Kelly. Wirklich? Weil ich habe in dieser Rollenspielrunde mitgemacht und ich verstehe überhaupt nicht, was ein kleiner Junge aus dem Regenwald nicht in einer Wikingerwelt zu suchen hat. Der kleine Junge aus dem Regenwald hat mich gar nicht gestört. Tatsächlich, der hat mich amüsiert. Das war gut. Der war ja tatsächlich gut. Das war andere, wo ich mir dann da, wo es einfach nicht zusammenpasst hat. Es ja. Hat einfach nicht, das, sowas gibt's. Das, da hat auch keiner Schuld. Da sind nicht die Spieler schuld. Da bin nicht ich schuld. Da ist niemand schuld. Das funktioniert einfach nicht. Das muss okay sein. Ja. Genauso wie dann aus blöden One-Shots mit, wo man sagt, man macht einen One-Shot und
da hat man so viel Spaß plötzlich und aus dem wird dann plötzlich die Orge-Kampagne, weil alle so viel Spaß hatten und es plötzlich losgeht. Ne? Lass uns, weil's ein schönes, erfolgreiches Internetphänomen ist, vielleicht nochmal das kurz aufgreifen. Ein kurzer ASMR-Moment, wo schon die Abschlussmusik der heutigen Folge vielleicht im Hintergrund oder auch schön langsam im Hintergrund schon hinein. Ich höre es fast. Ja, ich kann es auch, ich habe es auch fast vor Ohren, sagt man da. Aber stellen wir uns vor, weil du vorher diese Beschreibung so schön, stellen wir uns jetzt einfach den Wikinger vor, der uns anhaucht. Also für mich war es wieder eine sehr, sehr schöne Folge. Es ist immer eine Freude, mit euch hier zu sitzen. Es freut mich immer, wenn ich darauf warten kann, bis du vom Pinkeln zurückkommst, Philipp. Das ist immer schön. Es ist auch hervorragend, wenn der Jan seine Socken wechselt. Jederzeit wieder. Wie immer, immer ein Vergnügen eigentlich. Wir lassen euch hautnah teilhaben. Ich lasse euch hautnah von den Füßen. Nein, egal. Gut. Die Musik ist schon aufdringlich. Die wird jetzt schon laut. Die wird laut, sie wird aufdringlich lang. So, wie beim Oscar. Danke. Ja. Jetzt aber. Ja, aber. Also dann. Dankeschön. Bis nächste Woche. Bye-bye. Danke an euch. Danke fürs Zuhören. Baba. Sind wir schon draußen? War's das schon? Du bist raus. Ich bin überhaupt raus. Ach, schön.